Heute geht es um dich, um den Zuschauer aus einem aus der Community und wie du beim Arctic Warrior 2023 dabei sein kannst. Bei Arctic Warrior, ich bin dabei! In meiner Freizeit bin ich unterwegs mit dem Fahrrad oder mit meinen Jungs auf Lost Place Tour. Ich würde von mir ganz klar behaupten, keinerlei Erfahrung im Outdoor-Bereich zu haben. Allerdings bin ich offen für Neues und habe auf dieses Projekt wirklich extrem Bock. Wie ich schon gesagt habe, in meiner Freizeit bin ich auf Lost Places unterwegs oder fahre gerne mal meine Touren mit dem Fahrrad. Also, warum möchte ich bei dem Projekt dabei sein? Erstens, ich feiere dich, Otto, wirklich deine Videos, alles Mögliche. Ich bin ganz ehrlich, ich habe dich durch Seven vs. Wild kennengelernt und du warst mir direkt sympathisch und du warst immer mein Teilnehmer Nummer 1 und bist jetzt auch Platz 1. Aber warum möchte ich bei Arctic Warrior dabei sein? Richtig, um neue Abenteuer zu erleben. Ich meine, ich bin Lost Placer, ich habe mit Outdoor-Erfahrung wirklich nichts am Hut. Ich habe ein-, zweimal in Lost Places geschlafen, was man aber kein Outdoor nennen kann. Ich habe aber aufgerüstet. Und zwar habe ich mir vor genau einem Monat einen Carinthia Defense 4 gekauft, einfach mal, um ausgerüstet zu sein, falls ich mal in der Natur übernachten möchte. Diese Bewerbung hat nicht viel mit Arctic Warrior zu tun, da es einfach Plusgrade sind. Es sind plus 10 Grad. Und ich bin hier in einem Lost Place. Ich liebe es auf jeden Fall, neue Dinge auszuprobieren. Einfach mal in der Kälte sein und mit einem Team ab in die Wildnis. In meinen YouTube-Videos probiere ich den Zuschauern einfach zu zeigen, wie geil die Natur ist. Wie stark eigentlich die Natur ist. Dass sich die Natur ein Gebäude wie dieses hier komplett zurückerobert in einem sehr kurzen Zeitraum. Grüße geht wirklich an jeden raus, der mich supportet, der mir jetzt einen Kommentar unter das Video schreibt. Seid bitte nett, schreibt keine aggressiven Kommentare oder richtig böse Hate-Kommentare. Ihr könnt gerne haten, das aber sachlich mit Argumenten. Seht ihr mich in Arctic Warrior? Ich sehe mich auf jeden Fall. Und was mich, glaube ich, auch ausmacht, ist, ich komme mit den kleinsten Dingen gut zurecht. Ich filme meine ganzen Videos in der höchstmöglichen Qualität nur mit einer GoPro. Und jetzt kommt's. GoPro. Ich kann mit einer GoPro umgehen und ich glaube, das ist fürs Projekt auf jeden Fall schon mal ein Daumen nach oben. Und mit meiner Drohne verbringe ich auch viel Zeit. Deswegen würde ich sagen, heben wir mal ab und dann seht ihr mal meine schönen Drohnenaufnahmen in einem Edit. Mir macht es nichts aus, dreckig zu werden, auszurutschen, hinzufallen. Mir ist das egal. Hauptsache das Abenteuer, Schmerzen, scheißegal, braucht keine Sau. Deswegen bin ich gerne dabei bei diesem wunderbaren Projekt. Aber Freunde, ich würde sagen, ich habe euch alles gezeigt. Ich habe euch mein Leben gezeigt, meine Hobbys gezeigt, gesagt, was ich am liebsten mache und warum ich Lust habe auf Arctic Warrior. Otto, ich bin dabei, ich hoffe, dir hat das kleine Video gefallen und schönen Gruß geht raus an den Chat, falls ihr das auch seht. Ihr seid auch ein großer Teil von diesem Projekt und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder vielleicht im Schnee. Euer Leon Urbex, ciao.